Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge LS22 und wir sind mittlerweile im März angekommen und da wird sich ja einiges tun, beziehungsweise einiges hat sich schon getan. Ich habe jetzt den Winter über Aufträge gemacht, Sachen verkauft etc. pp. Lief soweit auch ganz gut und ich habe mir für den Erlös einen LKW geholt mit Auflieger. Warum? Weil mich die Hin- und Herfahrerei die ganze Zeit genervt hat, wegen jeden drei Paletten mit dem Anhänger rumeiern. Und deswegen habe ich mir den LKW geleistet. Das ist zwar nicht der schönste, ich finde diese komische Offroad, keine Ahnung, Paris-Dakar-Optik nicht ganz so schick, aber der war günstig von der Resterampe zu haben und deswegen musste ich da dann zuschlagen. Und dann habe ich mir natürlich den passenden Anhänger noch geholt. Und ihr seht schon, es ist nicht ganz so dringend, den wunderbar platzsparend zu beladen. Ich habe das Zeug einfach mal so draufgehauen, wie es kommt und wie ich es am einfachsten auf die Gabel kriege. Im Idealfall will man den optimal packen, würde man hier alles so längs reinstellen. Und zwar von beiden Seiten. Also links, eigentlich ist es ja quer. Ihr wisst schon, was ich meine. So wie hier das Brot. Sollte man auch auf der anderen Seite machen, da habe ich es aber wie gesagt einfach so, wie es auf die Gabel kommt. Weil es geht mir nicht darum, dass ich den bei jeder Fuhre restlos bis oben hin vollgepackt habe, sondern einfach nur, dass ich nicht wegen jeder Palette einzeln mehr oder weniger losfahren muss. Und deswegen packe ich das jetzt einfach hier so rein, fahre dann quasi mehr oder weniger nur noch einmal im Jahr, also im Spieljahr. Los und verkauft es, kriegt da ungefähr 200.000 dafür und damit bin ich dann glücklich. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben die ein oder andere Produktion eingestellt. Ihr seht es links in der Liste. Ich packe die gerade mal irgendwo hin auf den Himmel, wo man es schön lesen kann. Uns ist nämlich die Gerste ausgegangen und damit dann das Mehl und damit können wir kein Brot und keine Nudeln mehr machen. Das ist jetzt also erst einmal passiert, so lange bis es Ernte wieder gibt. Dafür habe ich jetzt die Tomaten und den Salat auf automatisch verteilen gestellt, sprich das landet direkt vom Gewächshaus im entsprechenden Produktionsgebäude. Da müssen wir uns da dann schon mal nicht mehr drum kümmern. Dann den Schafstall, seht ihr selber, es hat sich noch nichts getan, aber es geht voran. Nichtsdestotrotz haben wir noch immer überall 16 Tiere drin und im Hühnerstall ist alles soweit paletti. Irgendwann müssen wir mal Nahrung nachlegen, aber wie wir eins weiter drunter sehen, haben wir noch Hirse. Das sollte sich also ausgehen und die ersten Zuckerrüben habe ich auch schon, die habe ich allerdings nicht selber angebaut, sondern einfach bei einem Auftrag abgestaubt. Genau, so viel dazu und wir sind jetzt natürlich hier im Februar angekommen und Februar heißt, dass wir jetzt erst einmal, ach ja, ich habe auch hier Düngemittel abgestaubt bei einem Auftrag. Das steht jetzt hier noch ein bisschen dumm in der Ecke rum, weil ich gerade irgendwie noch nicht die Möglichkeit hatte, das irgendwo reinzupacken oder wegzufahren. Aber wir hatten ja im März was anderes vor. Zum einen werden wir natürlich noch ein Feld Hafer anlegen, damit wir da einen gewissen Vorrat haben. Und zum anderen werden wir unseren kleinen Weinberg vergrößern. Und ich fange jetzt mal da hinten an, den Ölrettich runterzugrubbern. Dann können wir das nämlich nachher dem Helfer übergeben. Und dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit um den Weinberg und wenn der dann ein bisschen Vorsprung hat, können wir hier entsprechend den Hafer ausbringen. Genau, wir grubbern das Ganze hier wie gesagt unter, dass wir die volle Düngestufe erreichen und werden dann eben ein Feld Hafer haben. Weizen und Gerste wächst ja schon, dauert allerdings noch eine Weile, bis wir da so weit sind, dass wir wieder ernten können. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit so einer Jahresladung kommen. Aktuell kann ich
es noch überhaupt nicht einschätzen. Also die letzte Ladung, die erste, hat auf jeden Fall relativ lange gehalten. Das ist jetzt quasi letzten Monat gewesen, also im Februar, dass ich die Produktion dann einstellen musste. Und bis dahin hat sich das Ganze eigentlich kontinuierlich verkauft. Ich lasse jetzt hier mal gerade den Helfer rein, dann gehen wir hier einmal ganz kurz ins Menü. Da hatte mich nämlich der Mickey mal danach gefragt und das wollte ich ja nicht vorenthalten. Es gibt diese Mod für Lieferaufträge und das schaut dann folgendermaßen aus, dass die hier in der Liste auftauchen und man kann dann eben verschiedenste Sachen, sofern man sie denn hat, zu einem relativ guten Preis weiter verkaufen. Wenn man ein bisschen Glück hat, so wie hier, werde das zum Beispiel jetzt auch Gerste an die eigene Bäckerei liefern. Dann kriegt man das Geld für den Vertrag und kann die Gerste dann auch noch weiterverarbeiten. Das wäre natürlich doppelt praktisch. Aktuell wächst die aber noch, habe ich also nichts davon. Insgesamt schaut es sowieso so aus, als ob das eher auf größere Mengen ausgelegt ist. Ich konnte bis jetzt einmal Gras liefern, wobei auch hier ist mir der Winter aktuell in die Quere gekommen. Ihr habt es vielleicht bei der Produktion vorher gesehen. Ich kann aktuell keine Silage mehr machen. Habe allerdings noch 220.000 Liter auf Vorrat. Also da müssen wir uns noch keine Sorgen machen, wenn die Kohle knapp wird. Können wir immer noch ein bisschen was verkaufen. Wie gesagt, hier die Produktion steht und alles andere habe ich soweit eingestellt. Und wir kümmern uns jetzt aber erst einmal um alles, was wir im Februar vorhatten. Ich kann hier gerade nochmal reingehen in den Kalender. Ach, im Februar, was sage ich mir? Februar, März. Hafer, wie gesagt, werden wir auf dem Feld aufbringen, wo wir gerade stehen. Der ist dann auch im Juli schon zum Ernten. Und weiß ich noch nicht, je nachdem wie viel das wird. Vielleicht machen wir da dann Raps, aber ja, ich bin mir noch nicht sicher. Keine Ahnung, was da als nächstes draufkommt. Vielleicht machen wir auch wieder das Spiel mit dem Ölrettich. Oder ich mache einfach über den Winter Gras. Ich weiß es nicht, das überlegen wir dann. Und Trauben können wir eben, wie gesagt, auch ausbringen und vergrößern. Und dann werden wir das Ganze entsprechend wieder mulchen. Und dann schauen wir mal, was da draus wird. Hier wächst und gedeiht soweit alles. Man kann leider nicht abschätzen. Habe ich hier nicht gedüngt? Doch, ich habe schon gedüngt. Das ist der Grasstreifen, der ungedüngt ist. Ich kann leider noch nicht abschätzen, obwohl ich diese Zusatzinfos fürs Feld installiert habe, inwieweit die Ausbeute hier sein wird. Das ist erst, wenn es erntereif ist. Aber ich denke, dass ich die richtigen Felder gewählt habe für Gerste und Weizen. Und dann müssen wir halt einmal schauen. Ich glaube, dass jetzt auch das Gras soweit ist. Da werde ich wahrscheinlich jetzt alle auf einmal abernten müssen. Aber das soll jetzt aktuell nicht unser Problem sein. Wir wollen jetzt einmal als erstes unseren Weinberg vergrößern. Da muss ich jetzt bloß mal schauen. Das war hier bei den Plantagen, genau. Und da müsste man mal gucken. Wie? Okay, so weit können wir es nicht ziehen, aber bis hier könnten wir ziehen. Ich mache es jetzt einfach mal bis da. Und dann schauen wir mal, ob da mal was daneben geht. Ich will jetzt eigentlich ja nicht zu weit nach oben. Aber ich möchte eigentlich die Fläche schon, soweit es geht, nutzen. Das schaut ja so von den Kosten ganz gut aus. Da sollte man eigentlich keine Probleme haben. Aber ich hätte gerne, dass die Trauben ein bisschen länger reichen, als gerade so knapp über den Winter. Und es ist ein bisschen arg Chips.
Aber das ist auch der Bodenbeschaffenheit geschuldet. Seht ihr schon, das wird alles ein bisschen schief und krumm. Können wir noch einen? So, jetzt haben wir da vielleicht, naja, weiß nicht, ob es wirklich doppelt so groß ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, schaut es schon ganz gut aus. Gut, dann lassen wir das hier erst einmal so stehen und gehen mal wieder zurück auf unser Feld. Und schauen wir mal, wie weit unser Helfer ist, und dann fahren wir dem bei Bedarf gleich mit der Saatmaschine hinterher. Und wir wollen ja, wie gesagt, da hinten dann den Hafer ausbringen. So, ran damit. Hafer. Ah ja, der hat ja eh schon die Hälfte durch. Das ist ja, läuft ja wie geschmiert, würde ich sagen. Da können wir ja mitarbeiten. Dann muss man natürlich hinterher die ganze, halt anschalten muss man sagen, hinterher die ganze Chose noch festrollen, beziehungsweise festwalzen. Das werde ich dann aber aufmachen, weil das ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Das haben wir ja jetzt schon oft genug gesehen, dass man da ganz schlecht erkennt, wo man schon lang gefahren ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir das hinkriegen. Ich denke, ich werde auch in absehbarer Zeit mal diesen Traktor hier austauschen müssen. Allerdings brauche ich dazu noch ein bisschen mehr Geld. So lange muss er noch durchhalten. Vielleicht fahren wir dann noch einmal in die Werkstatt. Weiß ich so nicht. Er ist allerdings ein bisschen ramponiert. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig darauf geachtet, inwieweit sich das dann irgendwie auswirkt auf Geschwindigkeit oder Produktivität oder keine Ahnung. Irgendeinen Effekt wird es bestimmt haben. Falls es einer weiß, gerne auch ab in die Kommentare damit. Dann muss ich nicht selber nachforschen. Aber so einen halben Balken hat er ja noch, so ein bisschen wieder schon durchhalten. Und die meiste Zeit bin ich ja sowieso mit dem anderen unterwegs, weil man muss ja immer ein bisschen mehr PS unter dem Popo haben, damit manche Sachen überhaupt erst gezogen werden können, beziehungsweise manche andere Sachen ein bisschen schneller gehen. Ja, wie dem auch sei, hier ist Aussehen angesagt. Ich denke, auch da werden wir jetzt aktuell den Helfer übernehmen. Ich mache das zwar in der Regel schon immer alles selber, aber halt nicht während der Folge, weil dann haben wir ja nur hier stures Hin- und Herfahren, und wir wollen ja ein bisschen was von den Sachen sehen, die wir uns für den März vorgenommen haben. Deswegen setzen wir jetzt da auch den Helfer rein, und ich gehe dann nochmal runter zu unserem schicken Weinberg und werde hier mal den Mulcher einsetzen. Und was ich mir jetzt nach der Vergrößerung auf alle Fälle auch noch zulegen werde, ist für den kleinen Traktor hier so ein Düngemittelanhänger, weil jetzt komme ich mit dem Großen nicht mehr dran. Bis jetzt ging das ja immer ganz gut, dass ich das quasi mit dem Feld einfach mitmache. Das wird jetzt aber nicht mehr funktionieren, weil so weit spritzt dann der andere auch nicht. Und deswegen glaube ich, werde ich mir da Verstärkung besorgen und noch sagen, da gibt es extra so einen kleinen Mini-Anhänger für den Gutsten hier. Und deswegen
ich da mal bei Gelegenheit Moment. So, wollten wir sie dann anschalten und dann wird alles gut. Genau, also wir mulchen jetzt hier wieder und graben die Schose ein, damit hier auch alles gepflegt und sauber vonstatten geht. Und da das Ganze jetzt hier schon ein bisschen fortgeschritten ist von der Zeit her mit der Folge, würde ich sagen, das werde ich im Off soweit fertig machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es Sachen gibt, die ihr noch sehen wollt, haut es mir dann auch gerne in die Kommentare rein, dann schaue ich mal, was ich noch alles erfüllen kann. Ich bin mir immer nicht ganz schlüssig, wie lange das Projekt noch weiterläuft, solange ich noch Spaß daran habe und mir irgendwas einfällt, was wir noch nicht zusammen gemacht haben. Wird es auf alle Fälle weitergehen. Und ja, wir schauen dann mal spätestens bei der nächsten großen Anschaffung oder bei gleich größeren Ernte oder sonstigen Aktionen sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.